Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Aktuell haben wir jetzt Feld 38 fertig ausgesät. Wir werden jetzt unsere Fahrzeuge zum Hof fahren. Schön da aufstellen. Da ich nun von ausgehe, dass jetzt die Karte im Frühling, dass wir zum Frühling auch mit der neuen Karte starten könnten, also ist noch nicht da, noch nicht fertig. Rechne ich damit, dass wir nicht so viele Folgen machen werden. Das heißt, auf gut Deutsch, wir werden jetzt noch diese Folge machen. Also ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, und dann werden wir noch fleißig weiterverkaufen. Erstmal. Und dann werden wir ein bisschen um Holzwirtschaft kümmern, dass wir Geld verdienen. Ja, und dann werden wir entsprechend schauen, dass wir das entsprechend auch alles in die Reihe kriegen. Dass wir mit allem drum und dran, also ich werde mir das Geld entsprechend gut rechnen, dort komplett neu umziehen, neu anfangen. Die Felder werden wir uns hier schön ausrechnen oder beziehungsweise verkaufen und das den Hof auch und all drum und dran. Und die Summe entsprechend werden wir uns hier auf dem Konto gut schreiben. Das mache ich im Safe Game. Und mit der Summe starten wir dann neu. Und dann geht das mit dem Kauf der Felder, die wir bis jetzt hatten. Denselben Hof gehe ich von aus. Die mit Dünger und so, das werden wir auch entsprechend wieder so machen. Kaufstation meine ich damit. Es würde jetzt keinen Sinn machen, überall jetzt noch zu düngen und zu kalken und oder ähnliches tun. Ah, Lohnzahlung. So, das ist. Fahren wir halt die Fahrzeuge zurück, dann kaufen wir uns im Wald und dann kaufen wir uns Verkaufspunkt könnte man sich kaufen, hinstellen, oder wir fahren halt zum Sägewerk und verkaufen da das Holz. Also ich hätte jetzt normalerweise die Felder noch mal gedüngt, also die Wiesen im Prinzip. Feld 38 hätten wir eh noch warten müssen, bis die Wachstumsstufe kommt. Ja. Jetzt natürlich die Flächen nachgearbeitet, also die Ecken in dem Fall, aber da ich ja nicht genau weiß, hundertprozentig, ne? Weil im Grunde bin ich mir eine Woche voraus mit der Kartenaufnahme. Um im Fall des Falles mal doch mal Reserve zu haben in der Zeit. So, fahren wir hier rüber. Kann natürlich sein, dass das plötzlich die zum Download da ist. Aber ich möchte schon wissen, was ich an Gelder habe von der Ernte her, was ich da verdiene. Das Verkaufen dauert halt ein bisschen. Kommt zwar nicht auf den Euro drauf an, ob 1000 mehr oder 1000 weniger, das ist dann auch egal. Aber ungefähr. Mein Motto, jetzt knallen wir um 10 Millionen rauf, das wäre unrealistisch, ne? Gut, was ich machen könnte, ist rein theoretisch wirklich viel Geld raufzubringen und dann nachher die Differenz, die ich jetzt habe, im Prinzip 335.000, wieder entsprechend zu schreiben. Mit den entsprechenden Schulden natürlich, ne? So. Hat der sich festgefahren? Ja, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Einmal hat es gut geklappt und jetzt ja,
Weil da muss ja irgendwas sein, was er im Prinzip von der Lenkung her. Weil er lenkt ja überhaupt nicht jetzt. Dass da irgendwelche Unebenheiten sind vom LKW. Dass er dadurch nicht lenkt. Das kann man ja auch teilweise erkennen, wie jetzt voll eingeschlagen und. Oder ist das hier. Dass die. Nee, das kann man nicht einstellen. Das ist auch Gewicht. 82 Tonnen. Jetzt lenkt das zum Beispiel gar nicht. Oder halt sehr schwer, ne? Das wird der Grund sein, weil er entsprechend hoch geht, ne? Es könnte sein, mal gleich mal gucken. Mal ganz kurz mal an die Anhänger ändern. Triggermäßig, das werden wir mal gucken. Wir werden die Lenker auf Standard machen. Aber er geht hoch. Kann eine Last sein. Ist klar, wenn er jetzt vorne hoch geht, dann lenkt er nicht mehr, ne? Logischerweise. Gut. Oder auch nicht gut. Wir schauen mal jetzt im nächsten Fahrzeug, ob wir noch haben hier. Wir haben noch reichlich, das ist der Überladewagen. Und der Rest Kalk. Natürlich schade. Aber gut, das im Grunde kann ich mir auch noch nicht ganz sicher sein, dass die Karte entsprechend kommt. Das ist eigentlich nicht genau zu vorhersagen, aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, weil die Vorankündigungen sind da. Termin weiß ich noch nicht. Und nein, ich will auch kein Termin sagen, wenn ich nicht weiß, wann man fertig ist, ne? Zu 100%, es kann immer noch ein paar Problemchen geben. Und soweit ich ihn kenne, wird er Karten nur ausbringen, wenn er sicher sein kann, dass praktisch eigentlich keine Fehler mehr auftreten, dass er da nicht nochmal was machen will. Ich meine, wenn wir hier Paletten verkaufen könnten, würde ich ja einen Sägeweg hinstellen mit entsprechend Palettenherstellung. Aber ja, wir haben keinen, wir können Paletten hier nicht verkaufen. Ich habe noch keine Verkaufsstation gesehen. Wie im Baumarkt auf dem Mod-Hostel einen Baumarkt platzieren könnten. Aber gut, das ist auch nebensächlich nebenbei. Also ich will immer sehen, dass wir Landwirtschaft hinkriegen hier mit den Tieren. Dann haben wir eigentlich reichlich zu tun. Wo ist Dünger zum Beispiel, Saatgut. Ich meine, gut, Kalkerfällung
Müssen wir bald ein Kalksteinbruch haben oder Dixie heißt hier so. Ja, fahren wir hier rein. Dann werden wir unseren LKW nehmen, den zweiten. Aber bin geruckelt. So. Jetzt haben wir noch einen. Also Ordnung muss sein. Naja, muss nicht, aber. Wir wollen ja ein bisschen Ordnung haben. Ja, der Pump, ne? Das ist ganz komisch. Könnte sein, dass mit Traktor besser läuft, ne? Mit Dolly und Traktor, dass er entsprechend besser fährt, ne? Weil er von der Fahrphysik her Traktor machst halt vorne ein Gewicht dran, dann geht er nicht mehr hoch, ne? Aber der fährt sich gut, schön wendig. Haben wir etliche Maschinen zu laufen. So, haben wir Herbst. Ende Herbst. Wüste. Wie gesagt, die drei Silos plus mit Unkrautvernichtungsmittel da. Der muss wieder hinstellen. Ob an derselben Stelle das ja, das mal gefragt, dahingestellt, ne? Können wir auch hier oben machen, theoretisch. Uns die Fläche schön planieren vorher. Bevor wir die Hallen aufbauen. Da sind wir. So. Schauen wir nach einem anderen LKW. Wo ist denn der? Nehmen wir den da. Ne, da ist der Dings. Den wollen wir nicht verkaufen. Da in der Halle ist er. Tja, so rum. Voll. Jo. Ich habe ja nur ein bisschen was geändert Richtung Allrad, ob das entsprechend was bringt, weiß ich nicht. Hat die Lenkung besser reagiert. Das weiß ich nicht. Oh, Lenkrad gehen, dann wird viel besser. Dann gehen wir hier rechts lang, die Seite zum unserem Tieflader. Dann fahren wir unseren Holzvollernter Richtung Neuenwald. Muss ich mal schauen, wo er ist. Haben gerade keinen gekauft. So. Ja. Das darf ja ruhig ein kleiner Wald sein, in Anführungszeichen, ne? Also, der kostet mir zu viel. Der kostet auch noch zu viel. Und das ist ein kleiner. Überschaubar, ne? Und billig. So. Und den entsprechend
Wir wollen ja den unseren Holzvollernter mit LKW rüberfahren. Hat da das Gras durchwächst? Oh, komisch. Das soll ja normalerweise nicht machen, ne? Ja, da sind dicht dran an der Hänger. Das mal da auf. Ah, passt schon. Und hat er weitergeschoben. Aber der Hänger kann man ausziehen, ne? Also man hätte umgekehrt fahren können, also dass er mit dem hinten drauf guckt, also auf dem, wo hängt der jetzt fest? Jetzt war ich an der O-Leitung. Nee. Gelände ist unebenig, denke ich mal. Blocking! Ja. Ja, da kommt der nämlich klar. Keine Ahnung warum. Mit Dings gab es keine Probleme. Mit Sonnenblumen. Das ist schon komisch. Wollte ja nicht mit so einem Händler fahren und so einen Dolly holen. Ist ja auch. Oh, ich muss ja mal einen LKW tauschen. Machen wir kurz leer und dann werden wir gleich mal wieder einstellen. Könnte ein Grund gewesen sein. Aber nicht unbedingt. Also vom Blase ein Hänger leer machen. Das geht ja auch nicht. Halbe Arbeit hier. So. Wir da. Ich sehe nichts. So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen.
Wie es morgen weitergeht, werden wir gleich sehen. Ich sage heute erstmal Tschüss und Winke Winke. Mal sehen wir uns zur zweiten Folge heute. In knapp einer Stunde wieder. Und sagen wir Ciao, ciao. Bis dann. Ey.